Ich bin auf dem Weg mit euch zum Falmouth Market, wo ich heute Sorrel kaufen möchte, denn ich habe vor, das typische amerikanische Weihnachtsgetränk zu zaubern, Sorrel. Dafür brauchen wir jetzt noch einige Zutaten, Sorrel, Ingwer, mal sehen, was noch so, Zimt, Blätter. Schauen wir jetzt mal, ob wir das finden. Es sieht sehr voll aus. Heute ist Mittwoch. Da ist immer großer Bend-Down Market und eben der letzte Mittwoch vor Weihnachten. Das heißt, es wird schwierig. Ich bin zurück im Auto und zeige euch mal, was ich denn so heute ersteigert habe. Bananen, die kleinen süßen Honigbananen, die Bombis. Ingwer brauchen wir für unseren Sorrel. Sorrel natürlich für unseren Sorrel. Da ist Sorrel. Dann Kartoffeln. Was wäre ein Deutscher in Jamaika ohne seine Kartoffeln? Zum guten Preis. Was haben wir noch? Oh ja. Orangen, da brauchen wir die Orangenschale für unseren Sorrel. Und da verstecken sich noch, Achtung, Zimtblätter. Zimtblätter. Einmal riechen. Riechen? Ja, Zimt. Dann lasst uns mal nach Hause fahren und anfangen. So, wir sind zu Hause. Das sind hier die Einkäufe von heute. Die Orangen, Ingwer, Sorrel, frischer Sorrel, Pimentkörner und Zimtblätter. Dazu, wer dann mag, weißer Rum und Red Label Wine zum Verfeinern. Als erstes werde ich jetzt erstmal diese Orange waschen und mir die Schale davon aufheben und zum Trocknen in die Sonne legen. So, als nächstes waschen wir den Sorrel. Sorrel ist eigentlich eine Hibiskusblüte, die hat in der Mitte dann auch noch Samen. Die wurden aber jetzt hier schon entfernt, weil man die wieder braucht, dann zum Einpflanzen für nächstes Jahr. Und da haben wir jetzt hier 1 Pfund Sorrel. Wird jetzt gewaschen ganz gründlich. Wenn sie nass sind, kriegen sie dann erstmal noch ihre richtig schöne dunkelrote Farbe. So, alles fertig gewaschen. So sieht das Ganze jetzt aus nach dem Waschen und das kommt jetzt in den größten Topf, den ich habe. So. Zusammen mit den Gewürzen. Wir haben also jetzt hier nach dem Sonnentrocknen die Orangenschale. Die kommt damit rein. Dann kommt der Piment dazu. Ungefähr 10 Pimentkörner.
19. Also den Ingwer in große Stücke schneiden. Je nachdem, wie viel ihr mögt, wenn ihr Ingwer liebt, dann ein bisschen mehr. Was ich noch vergessen habe, ist die Zimtblätter hier. Die habe ich jetzt gerade gewaschen. Man nutzt ja eigentlich öfter mal so die Zimtrinde oder das Pulver, hier aber die Blätter. Das ist alles ein bisschen anders und das kommt jetzt auch in unseren Topf. Damit hinein. Sorrel ist das typische Weihnachtsgetränk auf Jamaika. Das macht aber auch jeder nach seinem Haus und ja, Geheimrezept sozusagen. Jeder ein bisschen anders, aber so die Grundzutaten sind eigentlich die gleichen. Und dazu kommt jetzt so ungefähr 2 Liter Wasser, dass das alles schön bedeckt ist. Das Ganze köchelt jetzt hier so 3 bis 5 Minuten nur. Normalerweise müsste man das gar nicht kochen, sondern mit heißem Wasser einfach nur auffüllen. Aber ich koche das so ein paar Minuten nur. Oh, das riecht so geil. Es riecht so geil. Ich weiß gar nicht, wonach das eigentlich alles riecht. Ich glaube, die Orangenschale, die riecht vor. Hat auch schon die tolle dunkelrote Farbe bekommen. Also so 3 bis 5 Minuten. Ich habe mir nebenbei meine Orange halbiert, mein Vitamin C. Nebenbei die jamaikanische Art, die Orange zu essen, ist einfach nur aussaugen. Vitamin C, bis das hier fertig ist. So, die Zeit ist um. Wir können das Ganze jetzt abschalten. Und dann kommt der nächste Teil morgen früh. Das wird jetzt über Nacht oder ist jetzt so zum Durchziehen stehen gelassen. Und den Rest zeige ich euch morgen. So, der nächste Morgen ist angebrochen. Heute ist der Heilige Abend. Ich habe hier im Hintergrund die Frankenberger Christvesper laufen, was ich total cool finde, dass sie sowas machen. Das können sie eigentlich jedes Jahr machen. Ziehe ich mir rein aus meiner Heimatstadt. Und jetzt werden wir diesen Topf mit Sorrel, werden wir jetzt also durch Sieb gießen. Das tue ich jetzt sofort. Erstmal in eine Schüssel. Da ist es einfacher durch das Sieb. Ups, war. So. Ja, die schöne, tolle rote Farbe, könnt ihr die sehen? Super cool. Und es duftet. Ja. So sieht's aus. Und was ich jetzt noch tue, ich teile das jetzt in 2 Hälften, die eine für mich, die andere von Ian, weil ich keinen Alkohol trinke. Also für mich ist das dann Sorrel Straight Edge. Und von Ian, der bekommt dann weißen Rum, 63%, und diesen Red Label Wein noch mit rein. Genauso wie Zucker, ich mag auch keinen Zucker. Deswegen teile ich das jetzt erstmal. Also das ist jetzt für mich. Das bleibt dann auch so. Sorrel ist an sich ziemlich sauer, aber ich mag es gern sauer. Sieht gut aus. Das ist für den Ian, die andere Hälfte. Im Hintergrund singen sie schön in der Kirche. Also weißer Rum, einen guten Schwaps. Ich kann es ja leider nicht selber kosten. Aber wir geben dem mal so ein bisschen, genauso wie der Red Label Wein.
Und der ist an sich ja auch schon sehr, sehr süß. Genau. Brauner Zucker. Und wir rühren das Ganze um. Damit sich der Zucker gut auflöst. So, und fertig ist unser Sorrel. Frohe Weihnachten!